Buongiorno amici, heute Nachmittag war ich kurz im Park. Ich werde heute ein sehr schönes Rezept zaubern mit ganz einfachen Zutaten. Das sind hier Hopfen, Sprossen. Weitere Zutaten sind hier Parmesankäse, Eier, bisschen Butter, ein bisschen Brühe. Ganz wichtig, eine sehr wichtige Zutat in das Rezept ist natürlich Rosmarin. So, hier versuche ich die einige Stängel, wo ich dann merke, dass es ein bisschen holzrig ist oder sehr hart, sie zu entfernen und am besten nur die weichen Stellen so zu benutzen. Immer wieder aufpassen, wenn das es nicht zu trocken wird und falls so ist, dann immer wieder ein bisschen Brühe hinzufügen und weiter anbraten lassen. Übrigens, ich habe hier insgesamt 500 ml Brühe vorbereitet und immer nach und nach gegeben, angegeben hier, um das Ganze zu braten, bis dann die ganzen Sprossen und so ganz weich sind. So, jetzt vorbereite ich schon das Parmesankäse, ungefähr 100-120 Gramm. Jetzt schlage ich hier die Eier hier in diese Schale und füge hinzu auch Parmesankäse. So, jetzt die Sprossen haben sie sich ein bisschen abgekühlt und dann alles zusammen mit den Eier vermischt. Bevor ich es vergesse, und hatte ich vergessen, das zu erwähnen. In das Rezept gehört auch eine kleine Zwiebel. Und sie wird danach so klein geschnitten und kurz angebraten. Und dann zusammen mit den Sprossen und die Eier und der Parmesan runtermischen. Man sieht hier wunderschöne Farben. Ich habe sie davor sehr, sehr langsam anbraten lassen. Und jetzt werde ich auch ein paar Minuten das gleiche hier für die andere Seite machen. Wunderbar. Hier riecht es schon sehr, sehr, sehr gut. Und bin sehr zufrieden auf dann das Ergebnis. So, hier ist jetzt das Omelett fertig. Und gleich werde ich sie ausprobieren. So, dann nehmen wir ein Stück. Sieht wunderbar aus. So, hier ist das Ergebnis. Jetzt werde ich es ausprobieren. Sehr saftig. Sehr, sehr kräftig im Geschmack. Und allgemein sehr, sehr gut geworden. Probiert das Rezept aus. Schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen auf Anregungen. Ciao amici, bis zum nächsten Mal. Thank you.